Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin heute mit dem Orakel Dortmund gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel war ja 1 zu 2 für Atletico ausgegangen. Und ja, dann gehen wir mal ins Spiel hinein. Jetzt geht's hier gleich endlich los mit diesem Spiel, auf das wir uns schon seit Tagen freuen. Also ich hoffe auf ein 2 zu 0 für Dortmund. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber man kann nie, nie sagen. Wir schauen mal, wie es ausgeht. Ich bin natürlich für die deutschen Mannschaften dann. Auch wenn es Dortmund ist. Alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Jetzt die Flanke. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Und so tritt der BVB heute also an. Im Tor ist Ach, shit. Niklas Süle spielt mit Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Dem schlottern die Beine, Alter, dem Schlotterbeck. Von Marcel Sabitzer im Zentrum und im Sturm beginnen sie mit nur einem Mann und das ist Niklas Füllkrug. Nein! Warum? Oh. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Unmöglich. Im Tor steht Jan Oblak. Mario Hermoso spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Marcos Llorente steht zusammen mit Koke im Mittelfeld. Nein, oh, oh, oh. Und Antoine Griezmann spielt im Sturm gemeinsam mit Alvaro Morata. Opa. Griezmann und Morata. Oh, das wird dann aber, wenn das wirklich so ist. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Flanke Jadon Sancho. Oh! Da gibt's Abstoß. Ich hab damit gar nicht mehr gerechnet, den zu kriegen. Ich bin mal gespannt, ob Füllkrug überhaupt spielt. In der Bundesliga ist er ja nicht eingesetzt worden am Wochenende. Glaube ich mal. Axel Witzel am Ball. Hat sich ja, glaube ich, Aller, hat sich, glaube ich, verletzt. Und jetzt der BVB. Und dann hat er Moukoko eingewechselt anstatt Füllkrug. Niklas Füllkrug. Die Chance hier. Da ist er. Yeah. Das wäre schon mal das 1 zu 0. Das wäre ja schon mal prima, wenn das wirklich so sein sollte. Was entscheidend für das Tor ist. Aber es würde leider noch nicht reichen. Gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach ich glaube, Dortmund muss 2-0 gewinnen, um weiterzukommen. Ja. Morgen kommt auch Orakel von so, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Arsenal gegen Bayern. Marcel Sabitzer. Jetzt Julian Brandt. Ah. Ja, und das ist abseits. Das war fast zu ahnen. Was? Weil die Abwehr natürlich sieht, wie abseits? Sie bewegen sich nicht genug, sind zu statisch im Zentrum. Und eine clevere Abwehr, die nutzt sowas eben aus. Ah, aber ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Ich hasse das mit. Wenn ich schon mit einem Fuß, mit einem Zeh über der Linie bist, dass du dann schon abseits ist. Saul. Koke ist das. Saul mit dem Ball. Griezmann am Ball. Oh oh. Oh oh. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und er ist nicht schnell genug. Niklas Füllkrug. Das nein! Nein. Ball, vor keine schade. Probleme stellt. Also bei Bayern sieht es ja morgen viel besser aus als bei Dortmund hier. Die liegen ja zurück hier. Aus dieser ersten Spielhälfte. Und Bayern hat ja unentschieden gespielt, da geht's noch. Stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie und Leverkusen Meister geworden am Sonntag. Gestern war ja Montag. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff, ja. Der erste Durchgang ist also. Da haben wir immer Halbzeit und wir sehen uns nach der Halbzeit. So, jetzt spiele ich mit Atletico. Knappe Führung für den BVB. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Könnte jetzt vielleicht böse ausgehen für Dortmund. Oh. Oder auch nicht. Okay. Okay. Dortmund wechselt. Die holen Sapitzer raus.
Für Hummels, okay. Ich bin mal gespannt, wie lange der noch spielt, der Hummels. Süle. Pass wird abgefangen. Ah. Nein, wo spielt der hin? Jetzt dieser gefährliche Kein Abseits. Pass kommt zu Saul. So, Tor für Atletico Madrid. Sie sind wieder im Spiel. Ausgleich. Das wäre jetzt ganz schlecht für Dortmund. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Ah. Und das ist dann raffiniert gemacht mit einer Nervenstärke, die musst du in dieser Situation erstmal haben. Ja, ja. Quatsch, Käse, Alter. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Oh, wieso drücke ich dann immer nochmal? Das ist immer ein Fehler. Komm, lauf. Guter Vorstoß, kann was werden. Griezmann, die Chance zur Führung. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Atletico mit der Ecke und jetzt drängen sie hier auf den Führungstreffer. Wechsel bei Dortmund. Schon wieder Wechsel. Adeyemi kommt für Sancho. Okay. Jetzt die Ecke. Keine ungefährliche Ecke. Das macht er sicher. Das war nix. Oh oh. Außen ist oh, oh. Nein. Das wird Ecke geben. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke ins Zentrum. Aus der Hereingabe haben sie nichts gemacht. Saul. Griezmann. Komm, lauf. Nee, 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 das kann man fast nicht durchgehen lassen. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so absolut vertreten. Mensch, du würde mich da von den Beinen holen. Auch niemand drüber. Brand raus. Wer kommt? Reus. Zu Reus, ja. Ah, wie mache ich das? Bringe ich den hoch rein? Ich weiß nicht. Oh, was ist denn das? Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ja, setzt sich schön durch. Griezmann. Wird das das Führungstor? Sehr Nein! Sie bekommen den Einwurf. Ja. Atletico hat jetzt vielleicht Platz auf dem Flügel. Die Flanke jetzt. Ja, nein! Geklärt, trotz des Drucks. Ach Gott, leck. Ball kommt nicht an. Saul. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Die Dortmunder wollen hier noch das entscheidende Tor, das spürt man. Klasse gemacht, stark geblockt. Den klärt er. Unwiderstehlich von Reus. Ja, beim Unentschieden wäre Dortmund raus. Und Griezmann. Komm, lauf, 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 lauf. So, viel Platz für den Konter. Alvaro Morata mit dem Ball. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Aus dem Konter. Ach du Gott, Allah. Nee, was für ein schwacher Abschluss. Also, das muss ein Tor sein. Das sah doch Ach du Scheiße, Allah, hab ich ihn drüber gesammelt. Verdammt. 1 Minute noch. Da geht der Ball zum Gegner. Ah. So, da kommt der Schlusspfiff. So, 1-1. Somit wäre dann Dortmund raus. Schade, schade. Aber ich tippe auf einen 2-0 für Dortmund. Ich bin zwar kein Dortmund-Fan, aber ich will, dass die deutsche Mannschaft halt weiterkommt. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.